Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Referat über BACnet für HLK-Stellglieder. BACnet ist nicht einfach so, dass man das verwendet, weil es schön ist. BACnet soll auch ein Bedürfnis befriedigen. Ich werde das am Beispiel Energie erklären. Energieeinsatz für Heizen und Kühlen hier an der ISH. Wir wissen sehr genau, wie viel Energie das wir benötigen. Wir kriegen ja die Rechnung dafür, die Gasrechnung, die Öl für Biomasse. Wir wissen auch, wie die eingesetzten Ressourcen unsere Umwelt belasten. Der CO2-Anstieg, all diese Dinge. Aber kennen wir auch, wie viel Energie wir in die verschiedenen Zonen im Gebäude liefern? Wissen wir, wie die Ressourcen auch sinnvoll eingesetzt werden? Wir müssen den Energieverbrauch pro Zone erfassen. Was benötigen wir dazu? Hier der Energieverbraucher. Wir benötigen die Vorlauftemperatur, die Rücklauftemperatur und der Durchfluss. Zusammen berechnet man die Leistung und über die Zeit die Energie. Jetzt wissen wir die Energie. In einem weiteren Schritt gilt es nun, den Betrieb energieeffizient sicherzustellen. In ihrem ersten Schritt muss die Bestimmung des Sollwerts erfolgen. Rechnerisch, wir wissen, wie viel Energie benötigt unsere Zone. Wir messen den aktuellen Bedarf und mit dem Soll-Ist-Vergleich können wir den Volumenstrom anpassen, wenn er zu hoch ist, wenn er zu tief ist, oder wir können einen hydraulischen Abgleich machen. Die Energieeffizienz ist aber auch langfristig sicherzustellen. Das ist keine Momentaufnahme. Wieso ist das so wichtig? Auch das Gebäude und die Infrastruktur altert. Dem Gebäude, dem geht es wie uns. Mit der Zeit, wir sehen nicht mehr ganz so gut, wir hören nicht mehr ganz so gut. Wie stellen wir das fest? Es ist die Veränderung. Das heißt, eine Aufnahme, wie es früher war, verglichen mit aktuellen Werten, gibt uns einen Hinweis, ob sich beispielsweise der Wärmetauscher verschlechtert, dass wir nicht mehr die richtige oder dieselbe Leistungskurve haben. Das heißt, wir müssen Informationen erfassen und diese Informationen auch sammeln. Diese Komponenten, die wir dafür benötigen, kann man auf dem Markt zusammenkaufen. Einfach ist es, wenn das alles in einem Gerät drin ist, im Belimo Energy Valve. Da ist die Volumenstrommessung drin, da ist die Temperaturmessung drin, Vorlauf, Rücklauf. Es berechnet die Leistungsabgabe am Wärmetauscher. Die Erfassung des Energieverbrauchs ist da. Es gibt einen druckunabhängigen Durchfluss, das heißt keinen hydraulischen Abgleich mehr in Ihrem System. Und es hat eine Datenaufzeichnung drin über 13 Monate. Jetzt haben wir ein schönes Produkt. Bis wir zu diesem Produkt kommen, gibt es jede Menge Fragen zu beantworten. Beispielsweise die Abmessungen. Welche Abmessungen benötigt unser Kunde? Welches Material verwenden wir? Welche Farbe? Die elektrischen Anschlüsse und ganz wichtig für uns die Kommunikationsschnittstelle. Es gibt jede Menge Schnittstellen für die Anbindung von solchen HLK-Stellgliedern. Jetzt in unserem Fall, da haben wir ein intelligentes HLK-Stellglied. Da hat es sehr viel Information drin. Und es stellen sich die Fragen, wie komme ich auf die Informationen bezüglich Betriebswerte, Aufzeichnungen, aber wie mache ich auch meine Programmierung, meine Parametrierung? Also welches dieser vielen Kommunikationsprotokolle ist geeignet? Welche Kriterien sind da zu berücksichtigen? Die Datenpunkte, sie sollen skalierbar sein. Wenn ein System um weitere Datenpunkte ergänzt wird, sollen diese einfach zu ergänzen sein. Zahlenformate. Das Energy Valve ist ein internationales Produkt.
das wird weltweit verwendet und weltweit sind unterschiedliche Einheiten in Gebrauch bezüglich Temperatur, Grad Celsius, Grad Fahrenheit, Leistung. Die Dienste, der Funktionsumfang soll erweiterbar sein. Beispielsweise um die Datenaufzeichnung, später mal Alarming. Die Kommunikationsleistung soll skalierbar sein. Der eine Kunde wünscht eine einfache Verdrahtung, der andere Kunde sagt, ich will optimalen, schnellen Zugriff direkt auf das einzelne Gerät. Der Kunde wünscht eine standardisierte Lösung und vor allem auch ein Wunsch der Hersteller, wir wollen ein Protokoll in das System einbinden, das dann weltweit anerkannt ist. Und da gibt es jetzt jede Menge Kommunikationssysteme, die man einsetzen kann. Schauen wir mal, wie das bei BACnet ist. BACnet stellt uns Standardobjekte zur Verfügung, die analog, für analog Werte, für digitale Werte oder für Multistate. Die Schnittstelle ist einfach zu pflegen. Die Skalierung ist ein einzelnes Objekt, ich kann weiter hinzufügen, ich kann diese sogar herstellerspezifisch ergänzen. Zahlenformate und Maßeinheiten, es ist nicht so, dass alle Maßeinheiten da sind, es ist sogar eine überwältigende Auswahl an Maßeinheiten verfügbar. Der Funktionsumfang, die Dienste, die sind erweiterbar. File-Objekt, Trendlog für Datenaufzeichnungen und Notification Class, wenn man Alarming betreiben will. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Produkt in den Markt und zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen. Die Kommunikationsleistung ist skalierbar. Beispielsweise BACnet MSTP, die einfache Zweidraht, Verkabelung mit einer angepassten Reaktionszeit oder BACnet IP, wir sind in der IT-Welt und haben eine schnelle Reaktionszeit. Standardisiert, sowohl in amerikanischer Version als auch weltweit mit dem ISO-Standard und auch weltweit anerkannt. BACnet ist in den meisten Regeln implementiert. Wenn Sie einen Kunden treffen, der sagt, BACnet, ja, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, kommt demnächst, also ist auch bereits auf der Roadmap. Also fällt die Wahl auf BACnet. Was gibt es jetzt bei der Umsetzung zu beachten? Wenn man sich da zuerst an die erste BACnet-Realisierung macht, sicher eine gute Beratung. Das BACnet-Protokoll ist ein sehr offener, weiter, komplexer Standard. Da müssen die richtigen Weichen gestellt werden. Dementsprechend benötigt es eine gute Beratung bezüglich Konzeption, Entwicklung und auch bezüglich Konformität. Dann den richtigen Entwicklungspartner wählen, dass man die Lösung realisieren kann. Ganz wichtig bei BACnet, es ist nicht eine Schreibtischlösung, die wird im Netzwerk eingesetzt, im Verbund, Interoperabilität. Da eignet sich unbedingt, dass man auch an diesem Plugfest teilnimmt. 2012, eines in den USA, das nächste kann ich wärmstens empfehlen, Plugfest in Berlin im Mai. Wenn es dann Richtung Listing und Zertifizierung geht, soll der Zeitbedarf und die Präzision, die da benötigt wird, nicht unterschätzt werden. Und wenn Sie eine Plattform, eine Technologieplattform einsetzen, wo Sie die BACnet-Lösung realisieren, sind die BACnet-Komponenten da eindeutig zu identifizieren und dann gibt es einen Erfolg. Also ein HLK-Stellglied mit vielen intelligenten Informationen bindet man am besten mit BACnet an die Gebäudeautomationssysteme an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.